Nicht nur in der Ostukraine gibt es einen gefährlichen Konflikt zwischen einer Russland nahestehenden Region und einer prowestlichen Regierung. Auch in Moldawien hat sich ein mehrheitlich von Russen bewohnter Landesteil als unabhängig erklärt. Transnistrien. Allerdings geschah das schon 1991 und der Konflikt ist seitdem eingefroren. Es könnte sein, dass es nicht dabei bleibt, denn verdächtige Dinge gehen in Moldawien vor, wie der dortige Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Viktor Schelin, in einer Stellungnahme berichtet. Er bestätigt Informationen, dass sich US-amerikanische Spezialisten im Land aufhalten, die die moldawische Armee auf realen Krieg vorbereiten, und fürchtet einen aktiven Kampfeinsatz. Denkbar wäre ein Angriff der moldawischen Armee auf die eigenen Separatisten, so wie in der Ukraine. Das sind sehr gefährliche Nachrichten. Denn als Friedenstruppe zur Trennung der Streitparteien stehen seit den 90er Jahren russische Soldaten im Land. Sollte nun, angespornt von den USA, auch die Moldawier ihre Rebellen mit Waffen bekämpfen, wäre es regelrecht der Auftrag der Russen, einzugreifen. Das würden sie nur zu gerne tun und der nächste internationale Konflikt würde lodern. Schelin ist ein erbitterter Gegner einer solchen Eskalation und tritt für ein neutrales Moldawien ein. Doch seine Partei stößt bei der aktuellen prowestlichen Regierung des Landes auf taube Ohren. Das Spiel mit dem Feuer hat begonnen.